Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die liebe Annette von Annettes Backstübchen leitet ja jedes Jahr das große Osterprojekt und natürlich auch in diesem Jahr. Wir haben uns vor allen Dingen auch nicht davon abhalten lassen, gerade wegen so ein bisschen schwierigen Situation im Moment. Wir wollten das Ganze trotzdem machen, auch wenn Ostern mehr oder weniger dieses Jahr leider ins Wasser fällt. Aber trotzdem wollten wir euch eine Freude machen mit ganz, ganz vielen tollen Rezepten und Videos, denn die Rezepte schmecken auf jeden Fall auch noch nach Ostern. Und ja, es sind wirklich wieder ganz, ganz, ganz viele tolle YouTuber dabei und ganz, ganz, ganz viele tolle Rezepte. Schaut am besten einmal hier in die Playlist vorbei, die Annette erstellt hat. Die wird täglich aktualisiert, da seid ihr dann immer auf dem neuesten Stand. Also falls ihr noch Ideen suchen solltet und vielleicht feiert ihr doch in so einem ganz kleinen Rahmen Ostern, dann seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Gestern zum Beispiel war die liebe Katharina dran vom Kanal Sweet Easy Mama und morgen ist meine liebe Yvonne dran vom Kanal Lieblingsgeschmack. Also wie gesagt, schaut unbedingt bei den anderen vorbei. Und ja, mein heutiger Beitrag ist ein Hefezopf. Es ist ja eigentlich ein ziemlich klassisches Ostergebäck, aber ich habe mir gedacht, ich mache es mal ein bisschen anders. Und zwar machen wir einen herzhaften Hefezopf. Und zwar machen wir einen richtig leckeren Zwiebel-Käse-Zopf. Und der ist wirklich sehr, 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 sehr lecker, sehr saftig und wirklich einfach nur noch so leicht warm und dann mit ein bisschen Butter drauf. Richtig, richtig lecker. Und der ist überhaupt gar nicht schwer zu machen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los mit der Zubereitung. So, für den leckeren Käse-Zwiebelzopf werde ich einen ganz einfachen Hefeteig zubereiten. Dazu habe ich mir schon mal Milch ein bisschen aufgewärmt, einfach ein paar Sekunden in die Mikrowelle gestellt. Und ich gebe jetzt dazu Hefe. In meinem Fall habe ich zum Glück noch Trockenhefe bekommen. Normalerweise arbeite ich lieber mit frischer Hefe. Ihr braucht jetzt hier einfach ein Päckchen Trockenhefe oder einen halben Würfel frische Hefe. Und das verrühre ich mir einmal. Und dann gebe ich da auch schon mal Zucker dazu. So, dann brauchen wir natürlich Mehl. Und das vermische ich mir einmal mit Backmalz. Und zwar das Backmalz, das hat einfach eine ganz besondere Wirkung. Das enthält nämlich so spezielle Enzyme, was dieses Klebeeiweißgerüst, was ja beim Hefeteig entsteht, einfach nochmal ein bisschen stabiler ist, wodurch man so ein bisschen leckere oder ein bisschen saftigere Kuhmehl halt bekommt und auch eine knusprigere Kruste. So, das werde ich mir jetzt einmal kurz untermischen. Achso, das Backmalz, das bekommt ihr übrigens in jedem größeren Supermarkt einfach in der Backabteilung. Und ihr könnt es aber auch weglassen, also ihr müsst es nicht unbedingt verwenden. Aber ich habe halt für mich herausgefunden, dass so Hefegebäcke damit doch ein bisschen noch schöner werden als sowieso schon. So, ich mache mir dann hier einfach eine Kuhle. Und in diese Kuhle gieße ich dann die Milch-Hefemischung hinein. Dann gebe ich hier so ein bisschen Mehl rein und verrühre das dann so ein bisschen. Und jetzt decke ich das Ganze mit einem sauberen Geschirrhandtuch ab und lasse das Ganze jetzt erstmal für ungefähr 15 Minuten ruhen. So, 15 Minuten sind um und ich würde mal sagen, wir schauen mal nach. Und ihr seht, Hefe hat wirklich schon ganze Arbeit geleistet. Es hat sich hier eine richtig schöne Schaumkrone gebildet und daran erkennt ihr auch, dass der Hefeteig auf jeden Fall gut wird. Und ich gebe jetzt hier noch Salz dazu und da werde ich das Ganze einfach mit den Knethaken zu einem geschmeidigen Teig verkneten und zwar so lange, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. So, der Teig ist jetzt richtig schön verknetet und wundert euch nicht, der ist noch ein bisschen klebrig. Das soll aber so sein, denn jetzt kommen da die Röstzwiebeln dazu und die nehmen halt noch so ein bisschen Flüssigkeit aus dem Teig auf. Und die Röstzwiebeln, die werden dann nochmal kurz untergeknetet.
So, den Teig, den decke ich jetzt nochmal wieder ab, denn jetzt muss er nochmal ruhen. Und zwar, wenn es draußen so ein bisschen kälter ist, wie es ja momentan noch ist, dann stelle ich ihn auch ganz gerne auf die Heizung. Und ich lasse ihn jetzt gehen für so ungefähr eine halbe Stunde. So, nach einer halben Stunde seht ihr, ist der Teig richtig schön aufgegangen. Und den gebe ich mir jetzt einmal auf meine Arbeitsfläche. Und dann merkt ihr auch schon direkt, dass der nicht mehr so klebrig ist, weil eben die Röstzwiebeln praktisch die überflüssige, ja, die überschüssige Flüssigkeit aufgenommen haben. So, jetzt lege ich mir den Teig wieder in die Schüssel. Denn jetzt fehlt ja natürlich nur noch der Käse. Ich habe jetzt hier einen ganz einfachen jungen Gouda ausgewählt. Ihr könnt aber natürlich auch gerne einen kräftigeren Käse nehmen. Eben was ihr gerne mögt. Den habe ich mir schon mal klein gerieben. Ihr könnt natürlich aber auch schon fertig geriebenen Käse kaufen. Und den Käse gebe ich jetzt einfach hier zu dem Teig. Und dann werde ich mir den Käse noch mal kurz unterkneten. So, damit ist der Teig auch schon fertig und den werde ich mir jetzt in drei gleich große Teile teilen. So, und aus diesen einzelnen Stücken werden jetzt hier so Stränge gerollt von einer ungefähren Länge von, ja, so 30 bis 40 cm. Ihr könnt es gar nicht richtig sehen. So ist, glaube ich, ein bisschen besser. Also beim Rollen müsst ihr einfach die Hände immer so nach außen, ja, nach außen machen, sodass ihr den Teig quasi in die Länge zieht. So, um da jetzt einen Zopf draus zu flechten, werde ich mir die hier einmal mir senkrecht vor mir hinlegen. Und die Enden hier so ein bisschen aufeinander legen und so, ja, so ein bisschen miteinander verkneten, sodass das richtig gut miteinander verbunden ist und das nachher nicht wieder aufplatzt. So, und jetzt geht es auch schon ans Flechten. Ich denke, ihr wisst, wie das geht, aber falls nicht, dann erkläre ich das nochmal kurz. Ihr müsst halt einfach immer den äußeren Strang, also mal abwechselnd, nach innen legen. Wichtig ist auch dabei, dass ihr immer schön eng flechtet. Es gibt einfach nachher ein bisschen schönere Optik. Bin ich hier am Ende angekommen und auch hier werde ich mir das ein bisschen miteinander verkneten. Und damit das auf gar keinen Fall aufgeht beim Backen, drücke ich mir den immer noch mal hier so quasi unter den Zopf. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Also einfach hier unter den Zopf drücken, den noch mal so ein bisschen in Form bringen. Und dann lege ich mir den Zopf einfach auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Und jetzt muss der Zopf noch mal ruhen. Dafür decke ich ihn wieder mit dem Geschirrtuch ab. Und zwar muss er jetzt für mindestens 45 Minuten noch mal gehen. So, mein Hefezopf konnte jetzt eine Dreiviertelstunde gehen und ihr seht, der ist auch richtig schön hochgekommen nochmal. Und jetzt werde ich ihn einmal mit ein bisschen Wasser nass spritzen. Ich habe mir einfach mal vor einiger Zeit so eine Blumenspritze besorgt und die benutze ich wirklich nur dafür, um so Hefeteig und so weiter einzusprühen vor dem Backen. Das bewirkt einfach, dass da so ein bisschen Wasserdampf entsteht im Backofen und dann geht er eben noch mal ein bisschen schöner auf. Ich mache allerdings nicht nur den Hefezopf an sich nass, sondern auch hier das Backpapier drumherum. So, ich werde mir jetzt hier noch mal ein bisschen Käse oben drauf geben. Und jetzt ist er bereit für den Backofen. Den habe ich während der Gehzeit nämlich schon vorheizen lassen. Ist der leckere Käse-Zwiebelzopf. So sieht er jetzt im Anschnitt aus und ihr seht, der ist einfach mega fluffig. Der ist auch total saftig und durch die Zwiebeln und den Käse einfach richtig schön würzig.
einfach nur mega, mega lecker. Also macht das vielleicht echt mal nach. Und vielleicht ist das ja was für euch, gerade für diejenigen unter euch, die vielleicht nicht so süß sind, sondern das Ganze vielleicht ein bisschen herzhafter haben wollen. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mein Rezept nachmachen würdet. Wenn ihr das getan habt, dann schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Oder schickt mir auch direkt ein Foto davon, entweder auf Facebook oder verlinkt mich auch gerne auf Instagram. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schaut unbedingt bei den anderen vorbei. Wie gesagt, unter dem i findet ihr die Playlist. Und achso, natürlich auch noch in der Infobox, da sind natürlich auch noch alle Kanäle verlinkt. Deswegen schaut unbedingt mal bei den anderen vorbei. Die haben richtig, richtig tolle Sachen für euch schon vorbereitet. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Nachbacken. Und trotz der momentanen Situation trotzdem ein ganz, ganz tolles Osterfest. Bleibt bitte gesund, ja. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder.